Er besingt die etwas zu groß geratenen Füße einer gewissen Dame. Hier ist Stefan Raab. Gazellenartig jagt sie durch den Saal. Wenn ich ihre Augen sehe, die glänzen wie zwei Sterne, mehr von Mal zu Mal. Dann sehe ich auch noch ihre Haare, so schöne, lange, braune, wunderbare. Dann sehe ich noch viel mehr und die Freude ist groß. Doch das, was ich da sehe, das lässt mich nicht mehr los. Denn eins lässt mich nicht los, ihre Füße sind zu groß. Brems- und Gaspedal tritt sie auf einmal. Sind zu groß. Lieber Herrgott, hilf! Schuhe Größe 11 oder 12. Und dann seh ich ihre Ohren, wohlgeformt mit Ohrringen dran. Und dann seh ich ihre Hände, man glaubt nicht, was sie damit alles machen kann. Zum Beispiel in der Nase puppeln, denselben rollen und danach verdoppeln. Stinkefinger zeigen, den ich immer schon mal wollte. Und den Puppel flitschen, was man nicht tun sollte. Doch eins sind zu groß. Brems- und Gaspedal tritt sie auf einmal. Eins lässt mich nicht los, ihre Füße sind zu groß. Lieber Herrgott, hilf! Schuhe Größe 11 oder 12 oder 13. Schwuppwupp! Augen, Füße sind zu groß. Schwuppwupp! Was sie wohl meinte, wenn sie wüsste, was mir eben so ganz beiläufig eingefallen ist. Ich komm gleich wieder drauf, denn ich hab's nur gerade vergessen. Und das Thema ist bis Nachmittagsprogramm wohl zu vermessen. Aber eigentlich glaube ich, dass ich das ja doch mal sagen müsste. Ich steh auf ihre Brüste. Ist auch nicht so einfach, Playback zu singen, ne? Wenn man dann den Text nicht mehr genau kennt. Meine Damen und Herren, wir kommen